Hallöchen Leute, willkommen zurück zu Gravel. Heute geht es nach Lohok oder Loyak oder wie es in der Beauty-Branche heißt, L'Oreal. Und zwar bei Sonnenuntergang mit Regen. Ja, da geht die Sonne sehr, sehr schnell unter bei all den Wolken. Und heute ist das Ziel, erstmal nicht auszuscheiden. Und wir werden mit relativ vielen Rallycross-Autos fahren. Im Moment werden wir eliminiert. Wir sind unterwegs mit dem Polo mit dem Polo RX. Da hätte ich fast schon falsch angefangen. Nee, richtig angefangen, falsch aufgehört, so rum. Der Subaru, der ist ziemlich gut unterwegs. Könnte sein, dass das Fahrzeug irgendwie in Sachen Kurvenlage richtig gut ist. Ja, wobei, wir sind dran. Am Anfang wirkte das so, als könnte der Dominant vorne wegfahren. Oho. Na, an die Mauer rangekommen. Oh, sorry, Jimenez. In kurzer Hand mal vorbeigedrängelt. Spätestens hier hätten wir ihn wahrscheinlich gehabt. Okay, und jetzt ist er wieder vorbei. Schöner Fehler, den ich eingebaut habe. Boah, das war aber sauber, das Manöver. Oh oh. Immer gefolgt von einem dicken Schnitzer von mir. Leichte Berührung hier. Haruki Ito ist raus. Vielleicht sind nur noch zwei Fahrzeuge im Feld. Hoffentlich sind wir nur noch unter denen. So, die Runde zu Ende und noch ein bisschen was von der neuen Runde mitnehmen und dann wird das Rennen entschieden. Oh, vielleicht doch nicht so viel von der neuen Runde. Ja, frisch beendet. Und da ist die Zeit abgelaufen. Die erste Position im ersten Rennen, sehr schön. Jawohl, und wir gucken, ja, immer noch Stufe 33, kein neues Fahrzeug freigeschaltet. Allerdings haben wir in der Rallycross-Klasse noch ein weiteres Fahrzeug freigeschaltet, nämlich den Ford Fiesta. Ja, 600 PS hat die schöne Kiste hier. Ach, der Polo, der ist ganz nach links gerückt, jetzt wo wir den ausgewählt haben. Ja, und dann würde ich sagen, testen wir mal den Fiesta aus.
der Fiesta sowieso so ein sehr, sehr schicker Kleinwagen. Ich muss aber sagen, in den Polo habe ich mich extrem verliebt durch Dirt Rally, weil der da einfach so kompromisslos schnell ist. Der Fiesta fährt sich ein bisschen angenehmer, glaube ich, ist aber nicht ganz so schnell. Boah, das war schön! Oh. Ja. Das ist das Problem, wenn man im letzten Moment Bescheid gesagt bekommt. Hey, fahr mal lieber links rum. Ach komm. Sag mir doch wenigstens etwas früher Bescheid. Oh, die Kurvenlage ist super von dem Fiesta. Oh, so schnell? Okay. Und ist es tatsächlich die erste Position, oder? Ja, oh mein Gott, 13.000stel Sekunden. Alter Falter, ist das knapp. Alter Falter, ist das knapp. Nice. Und hier haben wir eine Meisterschaft. 3 Rundrennen und ich würde sagen, wir bleiben einfach mal direkt beim Fiesta. Der hat mir gerade sehr gut gefallen. Lettland, dann irgendeine andere Strecke und dann noch eine andere Strecke. Ja, auf geht's. Auf geht's. Erstmal hier in Riga fahren. Mann, ramm mich doch nicht weg. Warum drückt er mich weiter und weiter raus? Karma, mein Lieber. Weil ihr gesagt, ausgleichende Gerechtigkeit. Karma war es nicht. Karma wäre es gewesen, wenn es unabhängig von mir passiert wäre. Ja, also kleines Kontra. Die KI ist ein bisschen blöd. Das heißt, die merkt nicht, wenn du neben ihr bist. Aber jetzt kommen wir zum Pro. Da es ein Arcade-Spiel ist, ist es nicht so richtig schlimm, weil... Okay, das war jetzt von mir viel zu überzogen, das Manöver. Da hätte ich vielleicht noch ein, zwei Kurven warten müssen. Da greift man, glaube ich, eher nicht an. Hab hier noch nie ein Rallycross-Rennen gesehen, aber... ja, dadurch, dass es Arcade ist, ist es auch nicht so schlimm. Deswegen sind zum Beispiel auch Kollisionen in F1 2017 nicht ganz so schlimm, weil man hat halt weniger Gefahr oder man läuft nicht Gefahr, direkt sich zu drehen, was halt in F1 2016 gefühlt immer passiert ist. Sobald man sich da berührt hat, zack, irgendein Teil ab und Dreher. Kann man aber schon sehr viel schneller rein, als es die KI tut, ne? Na komm, fahr nochmal nach vorn. Hoho! Oh, jetzt verstehe ich auch, was passiert, wenn man hier zu schnell reinfährt.
ich probiere da sehr viel Geschwindigkeit mit reinzunehmen, aber irgendwie klappt es nicht. Trotzdem, wir kommen immer weiter weg vom Feld. So schlecht können wir hier auch nicht fahren. Ja, nice. GG. Am Ende nochmal einen schönen Vorsprung aufgebaut. Und das erste Rennen der Meisterschaft gewonnen. Der Herr Milestone ist ziemlich gut unterwegs gerade. Stufe 34. Wir haben vorhin den 222D, war es, glaube ich, freigeschaltet. So, und jetzt sind wir unterwegs. Ich habe den Namen nicht lesen können. In Franciacorta. Ich hoffe, dass das jetzt richtig ausgesprochen war, aber selbst wenn nicht, ums Fahrerische geht's hier und wow, der Typ links ist ja richtig schlecht. Die sind alle richtig schlecht gestartet. Was machen die denn? Ist ja quasi stehen geblieben. Oh Mann. Boah, das sieht ja wie eine richtige Rennstrecke teilweise aus. Geil. Ach stimmt, hier bin ich, glaube ich, mal dieses, eine Zeitreihe mit dem Abarth, glaube ich, gefahren, mit dem 124. Aber das bei Regen und Nacht, glaube ich. Nein! Reifenstapel aus Edelstein. Sie hauen nicht einfach komplett raus. Auf geht's. Die Strecke macht Laune. Jemand die erste Kurve besser bekommen als ich. Boah, Mann. Das ist echt interessant zu sehen, wie die unterschiedlichen Linien aussehen. Ich kenne sie ja noch nicht so richtig, aber ich finde es cool, dass wir mit unserer Linie. Boah, der Sound. Auf der nächsten Geraden gucken wir mal ein bisschen länger nach hinten. Manchmal ist die Minimap verpackt, oder? Ich habe das Gefühl, als würde die Handbremse echt langsam sein und als sollte man doch lieber ein bisschen mehr bremsen, statt die Handbremse zu betätigen. Die Handbremse nimmt gefühlt sehr viel Momentum raus aus dem Fahren. Jetzt fallen die Reifenstapel ab, oder was? Finally, jetzt wo es mir mal nichts bringt. Oh, beim Anbremsen hat sich das Auto schon so schön quergestellt. Oh Gott, war das geil, ey. Hier muss ich sagen, ist der Ford Fiesta mega gut. Also, ob der schnellste ist, weiß ich nicht, aber der fährt sich so unfassbar geil. Ich liebe es ja, wenn Autos sich gut fahren lassen. So, beim Sprung schon ein bisschen quergestellt. Nein!
Hier lade ich aber mal neu. Ich will die Runde zu Ende kriegen und gucken, was für eine Zeit ich hier fahren kann. Komm schon! Ich will da eng rum. Ich glaube nämlich, dass es eine 45 noch was werden könnte. So, komm schon, jetzt wieder beim Anbremsen schön reingehen. Hat nicht so gut geklappt wie beim ersten Mal, aber... Ah, eine 46er, aber 1/4 schneller. Ja, wenn ich in der vorletzten Kurve was, glaube ich, besser reingekommen wäre, dann wären wir hier definitiv noch ein bisschen weiter runtergekommen und vielleicht sogar in den 45er-Bereich rein, aber passt schon. Und wir haben den Celica Turbo, wir haben eine Lackierung für den freigeschaltet. Ich wollte schon sagen, es gibt noch einen Celica hier oder Celica, whatever. Okay, die letzte Strecke. Die Ladezeiten sind auf einer SSD scheinbar sehr, sehr schnell. Wir haben nicht mal gesehen, was so eine Strecke das ist. Ach, Montalegre. Jetzt starten die besser. Komm schon, es geht schneller, Morgan. Lieber heute als morgen. Jawohl, schön mit dem Knaller innen. Der Beetle kam sehr schnell in die Kurve. Wir kommen sehr schnell aus der Kurve gegen den Mini. Alter Falter. Ah, Mist. Wir müssen ein bisschen zu früh lenken. Ja. Ich kenne die Strecke halt noch aus Dirt und da ist halt das große Problem, dass man das jetzt natürlich überträgt auf dieses Spiel und bei Dirt hat man, glaube ich, ein nicht ganz so direktes Lenkverhalten. Ist halt weniger arcadig. Und dadurch lenke ich halt ein bisschen zu früh immer hier ein. Jawohl, die eleganteste Zieleinfahrt aller Zeiten. Nice. Oh, sehr, sehr schön. Ja, und damit haben wir tatsächlich auch das dritte Rennen hier mit einem Sieg beendet. Der Fahrer hinter uns hat zweimal den zweiten Platz geholt, nicht gewonnen, sorry. Und einmal den dritten und der dahinter zweimal den dritten, einmal den zweiten Platz wahrscheinlich. Ja, anders kommt man so nicht hin. Der Rest hat kein einziges Mal das Podium gesehen. Schade. Ja, aber wir gewinnen hier 447.000 Punkte gibt's und damit haben wir
sofort einen Aufstieg von, ich glaube, 2 Leveln sogar hingelegt. Von 35 auf 37, 447.000 Punkte. Das ist schon eine ordentliche Menge. Ja, und damit war's das für diese Folge. Ich danke euch viel, vielmals fürs Einschalten. Tatsächlich hier bei European Speed alle Sterne geholt und als nächstes geht's zum Cross-Country Master und den werden wir hoffentlich platt machen. Ja, wir haben nämlich hier schon ganz gut vorgelegt und Moment, das waren andere. Moment, was war Cross-Country nochmal? Ach, jetzt sehen wir das Video ohne die Soundunterlegung. Okay, dann sage ich es. Justin Evans, er ist 26 und ein unfassbar guter Fahrer aus Florida. Er fährt einen Mini. Er ist aber nicht so Mini. Er ist nämlich ziemlich groß, cool und ja, kann richtig, richtig cool Caps tragen. Aber die Cap ist auch richtig klein. Er hat einen ziemlich kleinen Kopf anscheinend. Ja, nichtsdestotrotz, er fährt Mini und es ist ein extrem schneller Mini und er ist extrem gut und ein toller Pilot hier beim Gravel Channel. Der Cross-Country Master. Ja, ich hoffe, ich habe das... Ach, das Einführungsvideo kann ich auch nochmal fürs nächste Mal machen. Da mache ich nochmal den Kommentar für an, den Kommentator. Und ja, für dieses Mal war es das auf jeden Fall. Ich wollte einfach nur sehen, was für ein Auto das ist. Ich danke euch vielmals fürs Einschalten und hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß bei dieser Folge. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Gravel. Haut rein!